Hallo, meine Lieben. Heute gibt es ein neues Schwangerschaftsupdate, also natürlich im Rollenspiel. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass irgendwas Falsches aufkommt, wie ich das beim letzten Schwangerschaftsupdate auch schon gesagt habe. Es ist natürlich ein Rollenspiel, was wir hier machen. Ich bin natürlich nicht wirklich schwanger, sondern wir sind einfach nur Reborn-Schwanger. Ja, heute geht es halt um unsere Reborn-Schwangerschaft. Ich habe wieder einen dicken Bauch. Den zeige ich euch gleich mal, einfach weil es gewünscht wurde. Und ja, heute gibt es ein neues Schwangerschaftsupdate und einer der letzten Updates. Denn wir sind schon ziemlich weit und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, meine Lieben, also, wie ich gerade schon gesagt habe, sind wir schon ziemlich weit. Ja, wir sind jetzt ungefähr in der 37. Schwangerschaftswoche, glaube ich. Ungefähr. Und ich glaube, es wird das vor- oder vorvorletzte Schwangerschaftsupdate hier auf dem Kanal. Weil wir halt schon ziemlich nah am Entbindungstermin sind, sozusagen. Und der Kleine bald auf die Welt kommt. Ja, ich bin echt aufgeregt und ich habe ihn jetzt schon gesehen. Ich sehe ihn eigentlich ja jede Woche. Und er ist einfach wunderschön und er passt einfach so gut in unsere Familie. Und er ist einfach genauso, wie ich ihn mir gewünscht habe. Und ich freue mich so sehr, dass er da ist und bald hier ist. Und ja, aber reden wir nicht um den heißen Brei herum, sage ich mal. Dem Kleinen geht es super. Wir waren mal wieder beim Frauenarzt. Jetzt, so am Ende der Schwangerschaft, muss man ja ziemlich oft zum Frauenarzt, habe ich gemerkt. Und ja, wir waren jetzt, ich glaube, vor 3 Tagen, glaube ich. Und der Kleine ist jetzt 45 cm groß und wiegt knapp 2300 Kilo, Gramm. Ja, er ist ziemlich klein, sagt die Frauenärztin, aber das ist kein Problem. Viele Babys sind einfach so klein in der Woche. Und er hat ja auch noch 3 Wochen. Hoffe mal, dass er dann wirklich in 3 Wochen kommt und nicht viel früher oder so. Ja, also so ist schon mal zu ihm. Es geht ihm sehr gut. Bis jetzt hat er nichts, was irgendwie auffällt oder nichts, was irgendwie stört, was man irgendwie auf dem Ultraschall erkennen kann. Sie hat gesagt, er hat ganz, ganz viele Haare. Das sieht man wohl im Ultraschall. Wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man das ein bisschen. Sie hat gesagt, er hat ganz, ganz viele Haare. Das finde ich natürlich wunderschön. Ich wollte jetzt nicht so einen Glatzkopf, sondern ein süßes Baby mit ganz schönen Haaren. Ich hoffe, sie sind braun, so wie bei mir. Mal schauen, was da rauskommt. Manche Babys haben ja blonde Haare ganz am Anfang. Ich hatte auch als Baby blonde Haare und jetzt habe ich so braune Haare und ganz dunkel. Mal sehen, was da rauskommt. Augenfarbe wissen wir natürlich auch noch nicht. Die meisten Babys haben ja blaue Augen. Da sehen wir alles, wenn er da ist. Ich bin voll aufgeregt. Ja, jetzt zeige ich euch kurz meine dicke Kugel hier. So sieht es aus. Dum-dum-dum. Ist ja schon ziemlich tief, wenn man guckt, oder? Ich finde schon, man sieht schon ziemlich tief aus. Ganz schön viel Platz. Ich habe übrigens hier gekleckert, weil mein Essen vorhin nicht wundern. Tut mir leid. Ja, also die Kugel habt ihr gesehen. Es geht ihm immer noch gut. Er hat auch noch genug Fruchtwasser und alles. Die Frauenärztin sagt auch, er ist nur so klein, weil ich so klein bin, also weil ich halt so zierlich bin und wenn das Baby nicht so viel Platz im Bauch hat, wächst es natürlich auch nicht so doll. Und ja, also die Kugel ist auch ziemlich schön, finde ich. Also sie ist auch für meine Größe optimal irgendwie. Also, sie ist nicht so groß, nicht so klein, finde ich gut und sieht auch alles ganz süß aus, finde ich. Ja, Vorbereitung haben wir auch schon fast alle getroffen. Babykleidung haben wir genug. Das Babyzimmer ist soweit fertig. Einen neuen Kinderwagen haben wir. Also ich glaube, das ist alles schon paletti. Und der Kleine kann eigentlich einziehen. Ich bin sehr gespannt, wann der Kleine hierher kommt. Und jetzt mal aus dem Rollenspiel raus. Die Rebornerin hat mir gestern Bilder geschickt von seinen fertigen Haaren. Und heute und morgen wird er getrocknet. Und am Freitag, das ist jetzt in 3 Tagen, wird er losgeschickt. Und ich bin so glücklich. Mein Baby ist einfach bald da. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ihn gestern gesehen und
Ich bin vor Freude durch die Gegend gehüpft. Ich habe ihn Felix direkt gezeigt und Felix fand ihn auch voll süß. Und er passt einfach so perfekt. Er ist einfach so perfekt geworden. So schön, seine Haare sind so schön und oh, er ist einfach wunderschön. Ja, also er kommt dann wahrscheinlich Samstag. Das ist jetzt bei uns das Wochenende. Wir haben heute Mittwoch und den Samstag wird er kommen. Ich, ja, bin ziemlich aufgeregt. Und ja, mal sehen, was alles noch kommt bis dahin. Ob wir noch irgendwas kaufen. Ich habe jetzt noch zwei Teile bestellt für das Baby. Oder ein Teil. Ein Teil für das Baby, ein Teil für die Mel, genau. Und das kommt dann auch. Ich habe ihn heute auch bezahlt, den kleinen Mann. Und ja, dann freuen wir uns, wenn er kommt und ihr ein ganz tolles Box-Opening bekommt. Ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie sehr ihr euch auf das Box-Opening freut. Es wird auch noch ein kleines Namensspiel geben, weil ich das mit dem Namen diesmal nicht einfach so sagen möchte, sondern ich möchte euch mitraten lassen. Ja, ich freue mich voll. Ich bin voll die ganze Zeit voll emotional. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht noch kränker. Vielleicht hört ihr das ein bisschen. Ich bin ein bisschen krank. Aber das wäre natürlich doof, wenn ich dann am Tag krank bin, wenn der Kleine kommt. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Ja. Aber wir hoffen, dass er dann pünktlich da ist. Ich muss noch ein paar Sachen hier zu Hause vorbereiten und ein paar Sachen mit Felix klären und dann mal sehen. Ich werde auch auf jeden Fall ein Live-Video machen, wie Felix auf den Kleinen reagiert. Aber das wird ein bisschen schwer, weil er ist am Samstag hier. Oh Mann, das habe ich gar nicht bedacht. Oh Mann, das ist doof. Das heißt, er wird dann beim Box-Opening das erste Mal dabei sein. Er war noch nie bei einem Box-Opening dabei. Diesmal wird er das erste Mal dabei sein. Aber ich werde auf jeden Fall auf Instagram ein Livestream machen über, also das, ich werde das Box-Opening filmen mit meiner Kamera und mein Handy in eine andere Ecke stellen. Ja, also ich werde die ganz normale Kamera halt hinstellen zum Filmen für YouTube und mein Handy in eine andere Ecke. Dann mache ich nämlich einen Livestream. Es wird, glaube ich, auch total lustig, mich mal zu sehen, wie ich ein Video für YouTube drehe. Aber bestimmt auch voll cool, ein Live-Video dann zu haben auf Instagram. Ich freue mich schon ein bisschen. Und, oh, die Kugel, das wird schon anstrengend, so zu sitzen. Und er ist auch schon in Beckenendlage. Heißt das so? Also, er ist mit dem Kopf unten. Also, wenn ich das mal so sehe, warte. Er ist halt schon, hier sind schon so seine Beine. Hier ist so sein Rücken und hier unten ist schon so sein Kopf. Hier so. Dann geht er halt hier so, so lang. Ja, also so, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie er so gerade liegt. ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch noch einen Gipsabdruck machen. Das wäre doch auch total cool, oder? So ein Gipsabdruck, damit man weiß, wie das mal damals aussah. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, ob überhaupt der Bauch überhaupt noch wächst hier, ob der Kleine noch wächst. Also die Frauenärztin hat gesagt, die letzten 3 Wochen wachsen die Babys am meisten. Ich bin echt gespannt. Also ein paar Zentimeter fehlen ihm ja noch. Ich meine, 45 Zentimeter schon ein bisschen klein. Aber wir haben natürlich auch für alles vorgesorgt. Wir haben Babysachen groß 50, 56. Also das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Windeln haben wir genug. Bettchen steht bereit hinter mir und dann kann es eigentlich losgehen. Ich zeige euch noch einmal kurz meinen Babybauch, okay? Da seht ihr ihn. Ist total schwer, weil ihr seid tiefer als mein Babybauch. Aber es geht auch mit dem Pulli, seht ihr das? Also ich kann, bis jetzt konnte ich immer Sachen tragen, die ich auch ohne Babybauch tragen kann. Also es ist noch nicht so das Problem, dass ich irgendwelche Sachen brauche, die man extra kaufen muss, weil Pullis passen noch, T-Shirts passen perfekt. Alles noch super. Schöner da. Oh, so ein Babybauch ist schon was Tolles. Ja, ich werde jetzt noch die nächsten Tage eine Morgenroutine mit Babybauch drehen, weil ihr wolltet auf jeden Fall noch eine Morgenroutine als Schwangere sozusagen. Als Schwangere, ich weiß. Und dann wahrscheinlich noch eine Abendroutine. Das war eigentlich auch gewünscht. Also eine Morgen- und eine Abendroutine als Schwangere mit den Babys, also mit Emil und Mel. Und das machen wir natürlich auch noch mit dem süßen Babybauch, mit dem kleinen süßen Baby hier drin. Er hat immer noch keinen Namen.
Ich nenne ihn halt immer automatisch Punkt, Punkt, Punkt. Den Namen möchte ich noch nicht sagen, falls er bald wirklich so heißt. Und ja. Ich halte ihn immer voll gern fest, hier so in meinen Taschen. Sieht das? Oh Gott. Hier so. Kann man voll cool halten. Toll süß. Ja, also, ich nenne ihn immer automatisch mit einem Namen, aber er hat halt noch keinen. Und deswegen nennen wir ihn immer Baby. Ja. Gut, meine Lieben, das war's auch eigentlich. Das war unser kleines, kurzes Video. Ich wollte euch nur ein kleines Update geben, wie es erstens so bei der Reborn-erin ausschaut und zweitens, wie es uns gerade so geht mit Schwangerschaft, ne? Roleplay. Nicht vergessen, es ist ein Rollenspiel, meine Lieben, bitte. Ja, aber es geht uns super. Babybauch ist gut. Er ist schön. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, einen Daumen nach oben da lassen und hier unsere coolen anderen Videos schauen. Ich weiß nicht, uns hier oben vielleicht abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Schwangerschaftsupdate und Box-Opening und unsere schöne Baby-Reihe. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss!